der ägyptischen Mythologie hat der Gottkönig Osiris die Reiche geeint und weise und gerecht über Ägypten geherrscht, bis er von seinem Bruder, dem Thronräuber Seth, getötet wurde. Osiris' Frau, die Göttin Isis, barg den leblosen Körper ihres Mannes. Mit der Macht des Stabes von Osiris brachte sie ihn in die Welt zurück. Allerdings gerade lange genug, um einen Sohn zu empfangen. Horus. Als Seth hörte, was sie getan hatte, stahl er den Stab und setzte Isis und Horus mit Hilfe seiner Macht gefangen. Dann riss er die wiederbelebte Hülle von Osiris in Stücke und verteilte diese über das gesamte Land, bis er unangefochten über Ägypten herrschte. Als die Macht seines Reiches schwand, stieg er hinab in die Unterwelt, die Duat, um dort noch größere Macht zu finden. Doch nur Osiris hatte die Macht, aus der Duat zurückzukehren. Und ohne den Stab war Seth dort für alle Ewigkeit gefangen. Der Osiris-Tempel blieb tausende von Jahren versiegelt, bis ich einen Zugang entdeckte. Aber ich war nicht allein. Carter Bell, ein aufstrebender Archäologe, suchte ebenfalls nach dem Stab. Hier war er also, der Stab von Osiris. Jetzt war das Rennen eröffnet. Carter, warten Sie! Ha, diesmal nicht, Croft! Aber es war zu spät. Der Stab war eine Falle. Der Tempel ein Kerker. Carter und ich wurden verflucht. Wir schulden euch Dank, Reisende. Ihr habt uns aus unserem Gefängnis befreit. Aber nun seid ihr des Todes. Ihr habt nicht viel Zeit. Die Duat, das Reich der Toten, erwartet euch. Ich bin Isis und das ist mein Sohn Horus. Wir sind die letzten der alten Götter, die gegen Seth standen. Wenn ihr leben wollt, müssen wir aus diesem Tempel fliehen und die Teile von Osiris finden. Die Falle, die uns gefangen hielt, hat euch gebrandmarkt und Amit, die Fresserin der Herzen, beschworen. Sie wird aus der Erde steigen und euch finden, und dann wird Anubis über euch richten. Nimm den Stab. Mit seiner Macht kann ich dich führen, egal wie weit weg wir sind. Schnell, Sterbliche. Du bist hier nicht sicher. Mal von Seth. Er ist noch immer in der Duat gefangen, hat aber dennoch Macht in unserer Welt. Wir müssen diese Male zerstören, wo immer wir sie finden.
des Stabes von Osiris kann diese Risse schließen. Seid ihr endlich gekommen, um vor mir zu kriechen? Ich schulde euch Dank. Tausende von Jahren war ich in der Dunkelheit der Duat gefangen. Aber als ihr den Star berührt habt, sang er für mich. Er führte mich hierher zurück, damit ich mir nehmen kann, was mir gehört. Du bist ein Mörder und ein Tyrann, Seth. Wir werden Osiris rächen und dich für alle Zeit in die Duat verbannen. Natürlich. Aber während ihr in der Gefangenschaft verwelkt seid, habe ich die Geheimnisse der Duat gelüftet. Ich werde in diese Welt zurückfinden. Und ihr habt mir den Weg gewiesen. Ich hole mir meinen Thron zurück. Da, Seth schickt seine Armee. Er hat den Kreislauf von Leben und Tod entweiht und diese Seelen zu seinen Sklaven gemacht. Die Macht von Osiris ist immer noch in seinem Stab. Wenn wir ihn erheben, wird seine Glyphe auf alles einwirken.
Süden. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber Ahmed ist nah. Halt deine Augen offen. Noch mehr von Seths Soldaten. Schicken wir sie ins Jenseits. Wir müssen weiter. Nicht auszudenken, wenn Ahmed euch findet. Hier sind tödlich. Wir müssen vorsichtig sein. Diese Bomben. Haltet euch einfach von der Explosion fern. Wir werden daran denken.
Ganz langsam und vorsichtig. Verdammt! Wir dürfen keine Zeit mehr vergeuden. Amit wird euch finden. Eins nach dem anderen, bitte. Verschlingt die Seelen der Unwürdigen. Und das da auf euren Händen ist ihr verfluchtes Mal. Genießt eure letzten Tage auf der Flucht. Meine Rückkehr ist nah. Oh Mann, wir scheinen nicht die ersten Abenteurer zu sein, die hier langkommen.
Perfekt.
ist sie wieder. Schaffen. Wir sind hier entwischt. Wir sollten gehen. Schnell!
Dämonen können sich Geduld leisten. Solange ihr gebrandmarkt seid, wird Amit euch jagen. Lauft, kleine Götter! Verbringt eure letzten Stunden damit, einen toten Traum nachzujagen! Aber ich werde wieder über dieses Reich herrschen und ihr könnt mich nicht stoppen! Feigling, wir werden dich aufhalten! Versucht es doch! Seths Magie hat den Weg in den Tempel versperrt. Wir müssen wieder hinein, sonst können wir ihn nicht aufhalten. Und wie halten wir ihn auf? Wir brauchen Osiris. Nur er kann uns helfen, in den Tempel zu kommen. Und nur seine Macht kann gegen Seth bestehen.